Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play GTA 3. Ach, GTA 3, GTA 4 wollte ich sagen, nicht GTA 3. Schon wieder ein kleiner Fail, ja. Und dann wollen wir mal beginnen hier wieder eine kleine Aufnahmesession, weil ich mal wieder Lust habe auf GTA, ja. Ich habe in der letzten Zeit sehr viel Lust auf GTA, deshalb habe ich auch im Voraus so viele Folgen aufgenommen. Hab und sehe jetzt die zwei Autos gesaved, ja. Und dann werde ich mir mal ein neues holen, ja. Und da ruft mich Michelle an. Ja, Michelle ist nicht davon überzeugt, dass wir mit Mallory da Kontakte haben und da für Elisabeth ein paar Aufträge erledigen. Da sie behauptet schon, dass wir ein Drogendealer wären. Ja, das sind wir aber nicht. Wir erledigen nur für die Aufgaben. Und wollen wir jetzt mal zu Elisabeth fahren und werden da mal dann halt die nächste Mission starten. Ja, die Prüfungen sind endlich vorbei. Am Montag. Also für euch ist das dann schon ewig lang her. Kriege ich dann gesagt, ob ich bestanden habe. Aber da ich schon so viele Noten erfahren habe, wo ich mir gedacht habe, komm, das ist eigentlich ein Zeichen, dass du bestanden hast, ja. Denke ich mal, gehe ich mal davon schwer aus, dass ich bestanden habe. Gut, Mathe war jetzt nicht so mein Ding, weil, keine Ahnung, das war, ich habe in der Prüfung gesessen, habe auf einmal nichts mitbekommen. Jetzt müssen wir, wie gesagt, wieder einen Deal überwachen mit Playboy X, den wir jetzt neu kennengelernt haben bei GTA, ja, mit dem spielt auch eine große Rolle. Da müssen wir uns auch später entscheiden, ob wir ihn umbringen oder jemand anderes da, ich weiß es gar nicht jetzt. Aber auf jeden Fall müssen wir uns entscheiden, ja, und dann kriegen wir, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Kriegen wir keine, bei der Matheprüfung, ja, die Matheprüfung, das war jetzt nicht meine beste Arbeit. Ich denke, es hat daran gelegen, dass das die letzte Prüfung war und einfache so viel haben verkackt und es war auch die schwierigste Prüfung von allen. Und meiner Meinung nach Mathe, ja, Mathe ist wichtig, ganz klar. Mathe braucht jeder im Leben. Aber manche Sachen wie was weiß ich, binomische Formeln oder lineare Funktionen braucht kein Mensch mehr oder Gleichungen, ja. Was ist Prozentrechnung oder was weiß ich, Zinsrechnung, Prozentrechnung, plus minus geteilt, das braucht man mal im Leben, ja, bei den anderen, ganzen anderen Schrott nicht. Oh, du musst mal bremsen. Und jetzt müssen wir halt zum Drogenüberwachung fahren, den haben jetzt hier Playboy X kennengelernt, für den machen wir auch jetzt noch ein paar Missionen und da reden die jetzt mal. Thank you.
So, und den Playboy X, den haben wir kennengelernt und bekommen dann später von ihm eine Villa, glaube ich, sogar, oder ein Dach, ein Penthouse, also, wenn wir uns da später für ihn entschieden haben. Es gibt noch eine andere, also einen anderen Partner, für den wir uns dann entscheiden sollten oder müssen. Und da kriegt man je nach dem Geld oder ein Haus. Also ich bin eher für das Haus, weil Geld hat man hier in GTA genug, wie man sieht. Und da ist der Drogendeal auch schon. Da sollten wir uns mal die Shotgun hier nehmen. Weil, wenn da schon die Waffe vorgegeben ist, dass sie da liegt, sollte man sie auch nehmen, weil es dann hier zu Schießereien kommen könnte. Hier ist immer schon auch schon Blut, ja. Ja, da geht's auch gleich ins Schießen. Jetzt heben wir hier mal die Waffen auf. Sorry, wenn ich jetzt mal ein bisschen stiller bin. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Das war ein Headshot, oder? So, da haben wir die nächsten zwei hier auf dem Flur. Wie immer die Munition mitnehmen, dann müssen wir uns weniger kaufen, das ist auch ein Vorteil, ja. So, und da haben wir die auch schon erledigt. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen still war. Ich musste mich leider mal ein bisschen konzentrieren. Es tut mir leid. Haben hier jetzt auf jeden Fall das Dach abgesichert. Oh, da ist schon noch der nächste. Haben jetzt 2 Sterne. Wir müssen hier jetzt abhauen, ja. Jetzt haben wir hier noch eine Shotgun, ja.
Alter, warum sterbe ich denn jetzt da, Mann? Das gibt's doch gar nicht. Ich hab doch den Molotow-Cocktail auf den geworfen, ey. Mann, kann ich den Scheiß nochmal neu machen? Sorry, wenn ich jetzt gefailt hab, ja. Aber es kotzt mich an. Ja, macht's nochmal neu jetzt. Ist gut. Meine Güte, ey. Ja, komm, blow your cover, ja, auf, gib Gas jetzt. Es tut mir leid, Leute, wenn ich jetzt gefailt habe, es tut mir leid, ja. Ich werde das Ganze jetzt nochmal neu machen. Ja, so ein Scheiß, ja. Der letzte Gegner, der letzte Gegner. Nein, der muss mich nochmal umbringen. Ist doch scheiße, ist es doch. Ja, da muss man also wir müssen jetzt hier den Drogendeal und der, jetzt wenn ich mal kurz euch das erklären darf, wir mussten jetzt zum Drogendeal fahren und mussten dort dann den Drogendeal überwachen. Leider ist der schief gegangen und es ging dann zur Schießerei los und man musste dann übers Dach ins andere Gebäude rein und dann kam die Polizei auch schon, ja, und dann haben wir hier jetzt, das war dann die Razzia von der Polizei und dann haben mir die platt gemacht eigentlich und wären dann abgehauen, ja, aber leider ist es ja nicht geklappt. Ja. Ich habe jetzt keine Lust, 5 Euro zu bezahlen. Ja, und da ist es leider schief gelaufen, ja, ist der Part jetzt gleich vorbei und dann sehen wir uns auch gleich im nächsten Part, ja? Da hoffe ich, dass ich jetzt gleich mal hier richtig das alles richtig machen werde. Und nicht schon wieder failen werde. So wie eben gerade. Ist doch scheiße jetzt. Es ärgert mich selbst, dass ich gerade gefailt habe. Ja, so eine dumme Stelle, ja. Meine Güte, ey. Wir parken einfach mal quer auf der Straße, so dass die Leute nicht mehr rauskommen. So, und jetzt machen wir das nochmal neu und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Bis gleich.